Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute beantworte ich nämlich mal ein paar Fragen, die ihr mir zugeschickt habt. Mal wieder. Angefangen dabei, ob ich eigentlich 18 für ein gutes Alter halte, um mit der Sexarbeit anzufangen, bis hin dazu, ob ich meinen Job eigentlich belastend finde. Also, lass uns loslegen. Hältst du es für Schwachsinn, wenn ich später Sexworker werden will, auch wenn ich noch jünger bin? Weil die meisten halten das dann eher für eine hormonbedingte Entscheidung. Ganz generell denke ich, dass man auch mit 18 gut in der Sexarbeit arbeiten kann, dort bestehen kann und auch einen guten Job machen kann. Da habe ich für mich persönlich überhaupt gar keinen Zweifel. Nichtsdestotrotz sollte man auch als junger Mensch sich bewusst machen, dass das dann mit der Karriere in der Bank und der Versicherung sich dann wahrscheinlich erledigt hat und man da nicht mehr so den Zugang zu findet. Darüber hinaus gibt es zwar schon die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und auch so die Herausforderungen von Rollenspielen und Ähnlichem, die fordern einen schon kreativ. Aber so auf intellektueller Ebene ist die Sexarbeit tatsächlich jetzt nicht so herausfordernd. Das habe ich auch bei Kollegen auch immer mal wieder gehört. Und da muss man für sich selbst auch mal abschätzen, ob man dann vielleicht in anderen Berufen doch vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen findet als in der Sexarbeit. Darüber hinaus finde ich es für Berufseinsteiger vielleicht auch ein bisschen schwierig mit dem Job Sexwork und der Selbstständigkeit, also das beides parallel damit in einen Job zu starten, das könnte ein bisschen herausfordernd sein. Es gibt ja kaum ja, so Beratungsangebote und das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen schwierig. Ich würde eher sagen, dass man vielleicht so nebenberuflich anfängt und dann einfach mal schaut, ja, liegt das einem, tut das einem gut, ja oder nein, und wie kann man sich da weiterentwickeln, Erfahrungen machen und dann vielleicht erst mit der Zeit voll einsteigt. Das wäre ganz generell eine Empfehlung, die ich jedem, egal welches Alter, erstmal geben würde. Hallo Josefa, wie ich das sehe, beschreibst du den Beruf sehr positiv. Ich setze mich schon seit längerer Zeit mit dem Thema auseinander und habe auch oft gelesen, dass Prostitution ein sehr harter Job ist und extrem belastend für die Psyche. Manche von Ihnen sagen auch, dass es ohne Drogen gar nicht machbar wäre. Wie empfindest du diesen Beruf? Würdest du zustimmen, dass es psychisch harte Arbeit ist? Ich würde das so ein bisschen zwiegespalten sehen. Auf der einen Seite, ja, Sexarbeit ist Arbeit mit Menschen und die Arbeit mit Menschen hat ihre eigenen Herausforderungen. Das muss man auf jeden Fall schon mal auch sehen. Zum Beispiel habe ich im letzten Jahr einen Gast gehabt, der kommt schon ein bisschen länger und dessen Hund ist gestorben. Der ist halt schon ein bisschen älter und ich habe dann gesehen, dass er doch in recht schneller Zeit auch stark abgebaut hat. Und das ist schon auch belastend, damit umzugehen. Auch wenn Gäste sterben oder krank werden, das ist nicht so ganz ohne. Manchmal bekommt man halt auch so Einzelschicksale mit. Und das muss man tatsächlich irgendwie auch handhaben können. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, nun ja, es gibt halt Jobs, für die ist man halt geschaffen und gemacht. Und es gibt halt Jobs, für die halt eben nicht. Und ich kenne es zum Beispiel auch, dass es Ärzte gibt, die sagen, ich muss erst mal 3, 4 Bier trinken, bevor ich mich in den OP stellen kann. Oder auch in anderen Berufen gibt es sowas. Ich denke, es kommt wirklich immer auf den Einzelnen an und auch, was für ein Rüstzeug er tatsächlich selbst mitbringt für diesen Beruf. Und auch, wie ehrlich er zu sich selbst ist, wenn er dann in der Praxis merkt, das passt vielleicht tatsächlich nicht so gut zu mir. Ich persönlich denke schon, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die in die Sexarbeit gehen, die nicht für diesen Job gemacht sind und die auch sich da schwer durchsetzen können. Und wenn die an einem gewissen Punkt auch nicht wirklich ehrlich zu sich selbst sind und sagen können, ich suche mir doch lieber was anderes, oder ihnen von der Gesellschaft auch einfach der Ausstieg nicht ermöglicht wird, weil sie woanders keinen Job mehr finden, dann ist das wirklich eine sehr, sehr schwierige und belastende Situation. Und das würde ich aber jetzt nicht an dem Beruf an sich festmachen, sondern einfach an der Kombination. Was braucht man und was bringt man eigentlich mit? Für mich persönlich ist es der perfekte Job. Ich empfinde ihn jetzt nicht übermäßig belastend. Im Büro, wo ich viel mehr belastet und habe mich viel schlechter gefühlt und bin teilweise auch tatsächlich depressiv geworden dadurch. Hat sich dein Männerbild inzwischen eigentlich durch die Sexarbeit verändert? Ja, total. Und zwar zum Positiven. Davon sind die Menschen immer wieder überrascht. Aber ich habe durch die Sexarbeit viel besser verstanden, unter welchen Zwängen und gesellschaftlichen Druck und auch welche Rollenbilder auf Männer projiziert werden und auch festgestellt, dass sie unter diesen Bildern genauso leiden, wie Frauen auch unter ihren Rollenbildern leiden. Also so diese starken Macker irgendwie so, ich kann alles, ich bin alles, ich will immer. Das geht meilenweit an der Realität vorbei und setzt ganz, ganz, ganz viele Männer arg unter Druck. Auch, dass das
reinstecken, jetzt mal so ganz plump gesagt, dass das für die meisten Männer oder für sehr, sehr viele Männer gar nicht so wichtig und relevant ist, das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Und auch, ja, wie kuschelig, liebebedürftig und weich und verletzlich Männer im Grunde auch sind. Und es hat mich völlig geschockt zu sehen, wie viele Männer eigentlich auf Analsex stehen. Also nicht ihn zu praktizieren, sondern selbst anal penetriert zu werden. Gott, das hat mich völlig umgehauen und überrascht einfach, dass es tatsächlich so viele sind, weil nach draußen ist das solch ein Tabu. Aber nein, alles im allem, doch, es bin einfach positiv überrascht und inzwischen kann ich Männer tatsächlich besser verstehen, als ich das vor der Sexarbeit konnte. Ja, soweit für heute. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie mir noch gerne unten in die Kommentare und ich gebe mir Mühe, sie bald zu beantworten. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder und bis dahin, habt eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.